Herzlich willkommen zum letzten Video in diesem Monat, auf den letzten Drücker. Hier möchte ich dir zeigen, was du zum Beispiel aus einem Osternest jetzt dekorieren kannst. Das war ja mein Osternest, da habe ich ja Eierschalen mit eingearbeitet und habe dieses nun umfunktioniert mit Naturmaterialien. Ich habe hier diese, ich sage denen immer Propeller, habe ich hier befestigt mit Draht. Dann habe ich hier einen Ast aus dem Wald, den ich dann bemalt habe. Hier diese Stäbe, da kannst du entweder Floristikdraht nehmen, die stabilen, diese Stängel, oder hier habe ich jetzt Schaschlikspieße genommen, das geht also auch. Und unten auch ein altes Holz, das kennt ihr eventuell noch von der Dekoration, wo ich eben das verwendet habe und da Blumen reingesteckt habe. Das habe ich jetzt umfunktioniert. Und dann machst du einfach mit einer Bohrmaschine in dieses Holzteil Löcher, logischerweise, und dann auch in den Ast. Dann würde ich sagen, wir starten. Ich wünsche dir viel Freude dabei. Und wir sehen uns ganz zum Schluss nochmals.
Ich hoffe, es war dieses Mal auch wieder eine kleine Inspiration für dich. Wenn du Fragen hast, Anregungen, Ideen, Kritik, dann schreib mir das bitte unten in die Kommentare, dann beantworte ich dir die sehr gern. Und für die, die es interessiert, ich habe bereits im August und September die neuen Wochenendkurse ausgeschrieben auf meiner Homepage. Da kannst du immer wieder mal reinschauen, da sind alle Aktualitäten drin, auch wenn ich Ausstellungen habe. Und ich habe mir noch überlegt, weil ich ein paar Mal angefragt wurde, ob man die Sachen auch kaufen kann. Und ich bin aktuell gerade dabei, also so die kleinen Sachen, die ich amix hier auf dem Kanal zeige, die werde ich auf meine Homepage stellen und die könnt ihr zu einem günstigen Preis erwerben. Wenn es fertig ist, werde ich das nochmals erwähnen, aber da bin ich jetzt aktuell dabei. Nun würde ich sagen, bleib kreativ, umarm deine Liebsten, genieße den Sommer und wir sehen uns sehr bald wieder. Hab's gut. Tschüss zusammen.